Der IFO-Geschäftsklimaindex ist in Summe deutlich besser ausgefallen als erwartet. Das heißt, die Unternehmer in Deutschland sehen die Geschäftslage derzeit wesentlich besser als noch zuletzt. Aber es mischt sich so ganz langsam Sorge darunter um die geschäftliche Zukunft. Denn dieser Teilindex ist dann doch etwas schwächer ausgefallen als erwartet. Der DAX weiter kräftig über 10.000 Punkte. Diese Marke hatten wohl viele Anleger auf der Uhr gehabt und haben das als Kaufsignal gesehen. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Bastian Galuschka. Er ist Charttechnik-Experte bei Gottmo Trader. Herr Galuschka, schön, dass Sie bei uns sind. In der Vergangenheit haben wir immer gesagt, wir brauchen Impulse, um auszubrechen aus dieser Seitwärtsbewegung. Was waren das jetzt für Impulse und sind wir überhaupt ausgebrochen? Also es wäre jetzt sicherlich verlockend, das auszusprechen, dass wir eine Trendwende geschafft hätten im DAX. Und sicherlich war der Anstieg auch impulsiv. Wir sind ja ohne größere Rücksetzer regelrecht nach oben geschossen. Aber man muss auch sagen, dass das aus technischer Sicht noch nicht ganz ausreicht. Wir hatten in den Sendungen der letzten Wochen immer wieder diese Zone auf der Oberseite angesprochen, dieses Widerstandsbündel zwischen 10.100 und 10.200 Punkten. Ja, da sind wir jetzt drin, aber wir sind eben auch noch nicht drüber. Und darauf wird es jetzt ankommen. Diese Zone leitet sich ja her aus mehreren gleitenden Durchschnitten, Fibonacci-Widerständen und auch einem Abwärtstrend. Also dieses Widerstandsbollwerk hat schon in sich. Was man sagen kann, ist, dass wenn der DAX natürlich diese Widerstände hinter sich lassen kann, dass dann durchaus deutlicherer Spielraum vorhanden wäre, beispielsweise bis zum Hoch bei 10.474 Punkten. Und wenn es ganz gut liefe für die Käufer, dann könnten wir auch das Januar-Gap anpeilen und das wäre bei 10.743 Punkten geschlossen. Wäre aus technischer Sicht eigentlich recht schön, weil dann der Index auf der Oberseite erstmal sozusagen bereinigt wäre. Wir hätten keine offenen Gaps mehr hier oben rumliegen. Wichtig war für mich jetzt in den letzten Tagen, dass der Index, und das haben wir ja wiederholt gesehen, auf der Unterseite die 9.750 nicht mehr gerissen hat. Also diese Reihe ansteigender Tiefs, wenn es auch gestern sehr knapp war, hat gehalten und ausgehend von dieser Unterstützung haben wir nach oben uns lösen können. Wichtig wäre jetzt, dass wir natürlich die 9.750 weiter verteidigen, denn darunter dürften so viele Stops liegen, dass regelrechter Ausverkauf auf 9.500 und 9.340 zustande käme, sollte diese Marke nicht halten. Also um das zusammenzufassen, es sieht aus Sicht der Käufer sicherlich gut aus, auch wenn man einige Einzelwerte sich betrachtet. Wie schnell der Index aber die Richtung ändern kann, das haben wir in den vergangenen Wochen auch immer wieder gesehen. Deswegen sollte man sich, nicht alles auf eine Karte setzen und schauen, dass auch diese 10.200 im Index dann noch rausgenommen wird. Na gut, dann sprechen wir doch über so einen Einzelwert. Bayer will 62 Milliarden für Monsanto zahlen. Händler sagen, das ist viel Geld, der Deal würde sich aber lohnen. Monsanto sagt, ja, sinnvoll wäre der Deal schon, aber wir wollen mehr Geld. Was macht die Aktie? Ja, das ist richtig. So kann man es ganz gut zusammenfassen. Also die ganze Geschichte um Monsanto natürlich nicht gut getan. Man muss auch sagen, das Timing von Seiten des Managements, das hätte fast nicht schlechter sein können. Wenn man auch an die Diskussionen denkt um Glyphosat, dann war der Wert in den vergangenen Wochen schon schwach. Also bevor diese ganze Monsanto-Geschichte aufgekommen ist. Wir sind auf neue Mehrjahrestiefs gefallen und haben dadurch auch den DAX mit nach unten gezogen. Denn Bayer ist eines der Schwergewichte und das hat uns sicherlich belastet. Also Bayer bietet 122 US-Dollar je Monsanto-Aktie. Das ist sicherlich nicht gerade wenig. Das Management hat wiederum gesagt von Monsanto, wir halten das strategisch für sinnvoll, aber das ist uns noch zu wenig. In meinen Augen ist das schon allerhand, denn wenn man sich den Chart von Monsanto anschaut, dann stand die Aktie in ihrer Historie eigentlich kaum über diesem Kurslevel und wenn, dann auch nicht lange. Es handelt sich hier um Kurse im Jahr 2014, wo wir mal bei 128 US-Dollar oben waren. Allerdings muss man sagen, dass der operative Gewinn von Monsanto hier auch deutlich höher lag als 2015 und voraussichtlich auch 2016 dürfte der Gewinn fallen. Also es ist jetzt nicht so, dass alles rosig ist bei Monsanto. Man würde hier sich ein Unternehmen erstmal unter die Fittiche nehmen, das sinkende Gewinne aufweist. Das Management scheint hier in meinen Augen zu pokern. Bayer will zunächst wohl auch nicht mehr bieten. Sollte der Deal platzen, dann kann man sicherlich sagen, dass die Bayer-Aktie
ansteigen dürfte, dass dann erstmal diese Unsicherheit weg wäre. Beim Übernahmekampf dürfte der Wert dagegen weiter unter Druck stehen. Es steht ja auch im Raum, dass dann 50 Milliarden US-Dollar finanziert werden müssten, sicherlich über die Ausgabe neuer Aktien, auch über die Ausgabe von Anleihen. Also das ist ein riesiger Betrag für einen DAX-Konzern. Wenn wir es rein technisch betrachten, gibt es nicht viel Positives zu berichten. Eine wichtige Unterstützung bei 91,30 Euro wurde gerissen im Langfristchart. Wir müssten da jetzt schnell wieder drüber ansteigen, um dieses Verkaufssignal aufzuheben. Danach sieht es ja derzeit nicht unbedingt aus. Von der Formation her sehen wir eine aufweitende Korrektur, die stark bärischen Charakter besitzt. Und wenn wir neue Tiefs ausbilden sollten, dann kann die Aktie weiter fallen auf 77 Euro, im Extremfall sogar 66,50 Euro. Also für Trendfolger zeigt das weiter abwärts. Und wer auf eine Trendumkehr hier wartet, der müsste schon Kurse über 112 Euro abwarten, damit wir hier bessere Signale bekommen. Also alles in allem zusammengenommen, die Bayer in sehr schwierigem Terrain derzeit und die Unsicherheit mit Monsanto dürfte hier sicherlich erstmal anhalten. Also Bayer zwischen, der Deal kann platzen und es gibt einen Preispoker. Sprechen wir noch über ein ganz anderes Thema, die US-Biotechs. Sehr schwach gestartet, dieser gesamte Sektor. Ist das eigentlich aus charttechnischer Sicht schon wieder interessant? Ja, das wird vielleicht den einen oder anderen wundern, warum ich immer wieder mit den Biotechs ankomme, weil ich bin ja jetzt nicht als extremer Antizykliker bekannt. Allerdings, wir hatten uns über das Thema Anfang April schon mal unterhalten. Die Chancen sind durchaus gegeben. Das Chance-Risiko-Verhältnis ist derzeit gut. Sie hatten es angesprochen, also der Sektor ist sehr schwach unterwegs, einer der schwächsten überhaupt in diesem Jahr. Und durch diese Kursrückgänge haben einige Aktien durchaus wieder interessante Kursniveaus erreicht. Also ich sehe diese Rückgänge eher als Chance. Man kann den Sektor, das hatten wir damals auch besprochen, beispielsweise mit einem ETF abbilden auf den Nasdaq Biotech Index. Ich habe heute mal zwei Einzelwerte mitgebracht. Der eine Wert ist direkt aus den USA, die Gilead Sciences, wird der ein oder andere Anleger sicherlich kennen, kann man als Standardinvestment in dem Sektor sehen. Das Unternehmen ist Weltmarktführer bei HIV und Hepatitis C Medikamenten. Gilead teilt derzeit ein bisschen das Schicksal einer Apple. Wir sind in den vergangenen Jahren exorbitant gewachsen, auch aufgrund neuer Medikamente. Und jetzt flacht das Wachstum ab. Also wir haben einen operativen Gewinn, der in diesem Jahr zum ersten Mal seit längerer Zeit etwas sinken dürfte. Im kommenden Jahr dürfte der Gewinn um 12 US-Dollar liegen, also stagnieren. Wenn wir das bewertungstechnisch uns anschauen, haben wir damit für diesen Weltmarktführer ein KGV von gerade einmal 7. Also das ist alles andere als teuer. Wir haben einen Cashbestand von 21 Milliarden US-Dollar. Das ist auch aller Ehren wert. Also die Bilanz kann sich sehen lassen. Wenn wir es technisch uns anschauen, dann sieht man im Langfristchart, dass der Titel extrem zurückgekommen ist wie die gesamte Branche. Allerdings haben wir jetzt die Chance im Wochenchart, wenn es bei den Kursen auch bis zum Wochenschluss bleibt, eine Umkehr auszubilden mit den letzten drei Wochen-Candles und das oberhalb des EMA 200. Also ein sehr interessantes Kursniveau erreicht, außerdem hier eine Stabilisierung erkennbar. Das heißt, bleibt es bei den Kursen bis zum Wochenschluss, dann würde ich davon ausgehen, dass der Wert sich in den kommenden Wochen in Richtung 95 bis 100 US-Dollar erholen könnte. Das wäre dann immer noch eine Erholung im Abwärtstrend. Allerdings könnte aus dieser Erholung auch ein neuer Aufwärtstrend entstehen. Wichtig ist, dass man natürlich bei antizyklischen Manövern das Risiko auch klar begrenzt. Der EMA 200 Woche bietet hier eine gute Möglichkeit für Absicherungen bei gut 80 US-Dollar. Also da sollten wir nicht mehr drunter fallen und somit hält sich das Risiko auch in Grenzen. Der zweite Wert, den ich dabei habe, wem ein Einzelinvestment zu riskant erscheint, der kann sich beispielsweise die Aktie von BB Biotech anschauen. Das ist eine Beteiligungsgesellschaft, die ihr Risiko auf viele Einzelwerte und hier auch vorrangig in den USA streut. Der Wert ist in der Schweiz notiert, allerdings auch in Deutschland wird er sehr gut gehandelt. Wir waren hier auch schon im TecDAX gelistet. Wenn wir uns den Eurochart anschauen, dieser BB Biotech-Aktie, dann muss man sagen, dass der Wert seit 2015 ebenfalls korrigiert. Allerdings das Kursmuster aussieht wie eine bullische Flagge. Und was jetzt hier noch fehlt, ist, dass wir diese bullische Flagge zur Oberseite aufbrechen. Hierfür wären Kurse über 49 Euro sozusagen vonnöten. Aus dieser Erholung könnte dann auch ein neuer Aufwärtstrend
entstehen. Man könnte das beispielsweise handeln, indem man sich teilweise jetzt schon positioniert und bei einem Vorliegen dieses prozyklischen Signals die Position aufstockt. Fällt die Aktie dagegen ohne neue Verlaufshochs auszubilden unter 40,50 Euro, dann würde ich mich auf der Long-Seite erst einmal zurückhalten. Also ähnliches Bild dann wie bei der Gilead, bei neuen Tiefs das Ganze beenden. Grundsätzlich bleibe ich dabei, dass die Biotechs das Zeug zum Comeback haben. Es ist ein stark antizyklischer Gedanke, dessen bin ich mir bewusst. Allerdings sind die Unterstützungen auch nicht weit entfernt. Und solange wir die bisherigen Jahrestiefs halten, kann man sich das Ganze antizyklisch anschauen. Das Risiko ist sehr, sehr überschaubar. Also Comeback durchaus möglich bei den US-Biotechs und Bastian Galuschka wird zum Antizykliker. Dankeschön fürs Interview. Gern geschehen. Also der DAX über 10.000 Punkte, Impulse ja, Trendwende möglicherweise noch nicht. Charts & Co. gibt's wieder am nächsten Mittwoch. Auf Wiedersehen.